Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Selbst zur Tür, Weithand. Wir sind hier, weil wir ein Theaterstück vorbereiten, und dafür haben wir zwei Aufgaben. Da waren wir doch drin erst vor kurzem. Die wir erledigen wollen. Ich würde sagen, wir gehen zuerst. Ich hab vergessen, wie man das umwechselt. Wir wollen erstmals. Aber wie kann man das nochmal umändern? Machen wir es so, auf die Art geht's auch. Wir wollen erstmal die Jongleure anheuern, die auf unser Theaterstück auf jeden Fall aufmerksam machen. Das ist nämlich der geile Shit, den wir jetzt vorher machen. Und danach werden wir. Ich dachte, die ist am Hafen. Egal. Okay, wir heuern auf jeden Fall die Jongleure an, die für Geld unser Theaterstück richtig schön anpreisen quasi und dem Duro und alle anderen in der Stadt aufmerksam drauf machen, und dann werden wir ein paar Leute anheuern, die ja aufpassen, dass keine Schwerter und Äxte und so durch die Gegend fliegen, denn das ist die Art der Novi gerade, sich aufzuregen. Und wir sollten irgendwann mal zum Schmied gehen, unsere Waffen sehen echt scheiße aus. Aber nichtsdestotrotz, wir wollen ja nur ein Theaterstück vorführen. Da werden wir doch nicht unsere Waffen brauchen. Obwohl man sich nie sicher sein kann. Oh, Kamera, hier ist schwarz alles. Wir gehen ins Nichts rein. Oh mein Gott. Wir sind in Nichts drinne. Zumindest ist die Map im Nichts. Oh, jetzt ist sie wieder aufgetaucht. Okay. Ich würde sagen, hier können wir irgendwo hin. Ja, scheiße, sagt man nicht! Man macht scheiße, Mistkerl, ja? Stört ihn gar nicht. Komm nochmal, ja, richtig Angst zeigen. Richtig, gut so. Guter Schauspieler. Jetzt übertreibt es ein bisschen. Hab ich mich wohl gehört. Wo ist hier die Tür, bitte? Guter Mann. Gute verehrte Frau, Dame, Jongleure. Hier. Ready? Hallo, ich will anklopfen. Okay, geht nicht. Nicht von der Seite. Hä, wie komme ich da jetzt hin? Hinein. Ist das die Tür hier? Tatsache. Ups. Hallöchen, hübsche Braut. Sind das die Jongleure? Alles Frauen? Ne, das ist ein Mann. Okay. Der hat auch der macht. Hübsche Melodie, aber verdammt traurig. Der jongliert doch immer. Dann drückt sie meine Stimmung aus. Was suchst du hier? Eine Nummer? Ich suche die Lunden. Seid ihr das? Auf jeden Fall. Wir haben kein Geld. Lass uns in Frieden. Da liegt wohl ein Irrtum vor. Oh, tut mir leid. Ich dachte, der Vermieter hätte uns wieder einen Schläger geschickt. Eine Elfe, ne? Ein Schläger? Schmeichelhaft. Danke. Vergib uns. Du siehst gefährlich aus. Und wir hatten in letzter Zeit reichlich Ärger. Du hast eine nervige Stimme. Mit den Nerven am Ende. Wie wir alle. Klingt wie einer der Göttlinge da, oder? Scheiße, wie Hansi? Klingt so ein bisschen wie Hansi, kann das sein? Oh mein Gott. Hansi hätte ich mir so nie vorgestellt. Ich will kein Geld von euch. Im Gegenteil, ich hätte welches. Sofern ihr die Kunde von Madame Irinas neuem Stück in der Stadt verbreitet. Oh, das geht leider nicht. Seit der Premiere unserer folgenreichen Ballade Heiliger Himmelfahrt, fromm ist er nicht, fressen und huren, das kann er, der Wicht, werden wir von Fettsacks Bande verfolgt. Fettsacks Bande? Wer ist das? Strauchdiebe. Vom Kult bezahlt. Die Stadt wimmelt von solchen Banden. Sie haben Nissa bedroht. Wollten ihr die spitzen Ohren mit einem Schnitzmesser abrunden. Oh. Sie lassen uns nicht auftreten. Vergraulen das Publikum. Zerstören die Instrumente. Und neuerdings lauern sie uns direkt vor dem Haus auf. Wir wissen nicht weiter. Haben Sie einen von euch verletzt? Noch nicht. Aber das ist nur eine Frage der Zeit. Nissa hat gehört, dass Sie irgendwas anzünden wollen. Das kann nicht so weitergehen. Und wenn ich euch Fettsack und seine Jungs vom Hals schaffe, werbt ihr dann für Irinas Stück? Ja, aber das wird nicht einfach. Die lassen nicht mit sich reden. Kein Problem. Ich bin sowieso kein großer Redner. Genau. So,
So, wo sind die denn? Hallöchen. Da. Ihr seid mir alle verdächtig, seid ihr. Was sag das nochmal, wenn du dich traust? Ich hab doch gar nichts gesagt. Er ist nicht nur ein Ketzer, sondern ein Lügner obendrein. Was machen wir mit ihm? Wir klopfen ihm den Nierenteig raus, falls er nichts in der Börse da hat. Aha. Nett. Ihr seid das also. Hey Fetzer, guck, was wir hier haben. Spinnig oder hast du Katzenaugen? Ja, tatsächlich hat wohl ein Gossenkater seine Mutter gevögelt. Was treibst du in der Stadt des ewigen Feuers, Miezekatze? Lass die Lunden in Ruhe. Ja. Die Würmer, die Hierarch Emmelfahrt beleidigt haben, ihn einen Freier genannt haben? Lieber trete ich die heilige Flamme aus. Sag den verdammten Dichtern, sie sollen herkommen. Wir rammen ihnen die Flöten in die blasphemischen Ärsche. Dann pfeifen sie ein anderes Liedchen bei jedem Furz. Na. Ich würde sagen, wir sollen die eigentlich umbringen, aber wir können sie auch bezaubern. Lass die Lenden in Ruhe. Ja, wir lassen sie in Ruhe. Was zur Hölle? Schwarze Magie. Er ist ein Magier. Auf ihn. Ich wollte sie sowieso töten. Ja, komm. Kannst du ihn nicht einmal abstechen? Verdammt. Genug, Jungs. Weg hier. Oh. Der haut schon wieder ab. Ach, dieser Anblick. Denen hast du es gegeben. 1, 2 über den Rücken, dann wumm voll auf die Birne. Endlich kann ich rausgehen, ohne mich unter einer Kapuze zu verstecken. Oh, danke vielmals. Bitte? Bitte. Das war doch nichts. Und ob das was war? Glaub nicht, dass wir unser Versprechen vergessen. Wir singen uns die Kehlen bunt, um Irinas neues Stück zu preisen. Was nehmt ihr dafür? Kein Koffer. Du hast uns geholfen. Warum sollen wir dir nicht helfen? Keine Ahnung. Wir bringen die halbe Stadt in das Stück. Wart's ab. Einige schnelle Vorbereitungen und dann sind wir auf der Straße. Bis zum nächsten Mal. Die hat eine echt nervige Stimme. Eine richtig nervige Stimme, die Alte. Okay. Nichtsdestotrotz wird sie uns helfen mit ihren Typis. Dann gehen wir auch mal hier ein bisschen die Ordner anwerben. Ob sie was für uns ordnen? Oh, warte. Stimmt, das passt sogar. Die ordnen das Theaterstück. Oh, May. Okay. Denn mein Versuch, witzig zu sein, hat sich in Rauch aufgelöst. Ja. Oder haben sie aufgelöst wie die Leute vom Fettsack? Oh mein Gott. Die sind auch schnell gerannt. Unglaublich, welche gute Ausdauer sie haben. Hätte ich den einen nicht mal ausrauben sollen? Naja, habe ich vergessen. Ups. Da habe ich glatt Beute gesehen. Warte mal, ist das da ein Schmied irgendwo in der Nähe? Das habe ich schon öfters gefragt, oder? Und irgendwie wurde immer enttäuscht. Kann das sein? Hey! Erstklassige Schwerter. Zeig mal, was du eins. Ich würde sagen, wir lassen uns jetzt erstmal hier unser Zeugs reparieren. Boah, wird teuer. Aber was macht man nicht alles um wieder gut dabei zu sein. Oh, das könnte auch mal ein bisschen mehr Liebe gebrauchen. Haben wir das immer auch an? Hat doch 32%. Dafür, dass ich nicht sicher bin. Danke, das war's schon. Bis dann. Ich denke auch, das war mehr als genug. Also vollkommen ausreichend, oder? Wir haben wieder alles repariert und ja. Ihr was? Ich sehe. Leute. Nee. Und wir können jetzt wieder getrost Leute vermöbeln, ohne dass wir irgendwie befürchten müssen, dass uns was zerstört wird, kaputt geht oder was auch immer. Der Dudu. Hier an den Docks. Da brauchen wir die Ordner. Damit wir endlich den Dudu auf unsere Seite ziehen können, dass wir. Na, ich frage mich, wie Priscilla Dudu mitteilen möchte, dass wir uns mit ihm treffen wollen. Einfach mal rein. Wie hat sie das genannt? Vergessen.
Ja, ich kenne nicht das Wort, aber wahrscheinlich fallen mir Wörter einfach mal. Ich glaube, ich bin auf der falschen Seite. Auf der falschen... Hey! Wollte nicht, dass du ins Wasser springst, sondern in dieses Boot. Und das war mit deinem Köpfer sehr ungünstig gewesen. Aber mal auf die andere Seite. Das ist kein langer Weg. Und dann geschmeidig, wie es uns bedarf, werden wir einfach mal hier anlegen. So. Sehr gut, oder? Wir sind richtige, hey, Profis im Anlegen. So. Hier gibt es immer wieder ein paar Leute. Hey, da. Genug, genug. Gute Beinarbeit. Forderst du mich heraus oder willst du dich mit Hal messen? Ein Hexer gegen die Bestie von Metina. Mordlust gegen unbändige Wildheit. Der kann gut schreien, auf jeden Fall. Seid ihr wirklich aus Nilfgaard? Aus Metina, verdammt! Nicht aus Nilfgaard! Aufgezogen von wilden Hunden in den Sturmebenen von Magdeira! Brüder des Blutvergießens in Metinas berüchtigten Drecksarenen! Wer tritt den Wilden aus dem Süden entgegen? Wer sieht den Bestien ins Auge? Wow, du bist gut, was du... Du kannst... Ja, du bist ein Meister deines Fachs, würde ich sogar sagen. Ich bräuchte euch als Aushilfen. Wir führen ein Theaterstück auf. Sollen wir auf der Bühne jemanden verdreschen? Ihr sollt als Ordner arbeiten und dafür sorgen, dass weder auf noch vor der Bühne jemand verdroschen wird. Da bist du bei uns falsch. Verdreschen ist unser Geschäft. Wie wär's mit einer Wette? Wenn ich Hal schlage, arbeitet ihr gratis für mich. Tja, Hal hat's nicht so mit Theater. Tragische Romanze. Ich erspare dir die Details. Man wird ihn irgendwie überzeugen müssen. Vielleicht so. Kämpf gegen uns beide gleichzeitig. Kampf des Jahrhunderts. Ein Hexer gegen den zweiköpfigen Drachen von Metina. Okay. Was, wenn ich verliere? Oh, das wirst du. Dann arbeiten wir trotzdem für dich. Du musst nur doppelt zahlen. Das ist akzeptabel. Gut, ich kämpfe gegen euch beide gleichzeitig. Erst her mit dem Geld. Verlierst du, gehört's uns. Na gut. Doppeltes Geld, wie versprochen. Oh ja. Wenn ich gewinne, krieg ich's zurück. Hal, mach ihn fertig. Ich hab hier was Besonderes für dich. Wir werden gewinnen, oder? Das sind nur zwei Leute. Ich hab auf dem Fett. Wir müssen aber vorsichtig agieren. Wie lange soll ich noch machen? Oh Mann, gar nicht so ungefährlich hier. Scheiße. Ich habe einen Schlag zu viel gelandet. Okay. Ja, und... Oh, oh. Okay, noch mal einen rein hier hauen. Haha, habt ihr auf den Falschen gewettet, würde ich sagen. Oh, verdammt. Haha, nur noch einer hier. Ich glaube, das haben wir gewonnen. Autsch, da haben wir uns... Oh, da haben wir es dir gezeigt, hä? Ja, ja. So eine schöne Klopperei kriegst du nicht oft. Ja. Dem hat's die Sprache verschlagen. Aber ich seh's ihm an. Der Kerl mag dich. Zeit für eine kleine Pause. Wir bewachen, was du willst.
Sehr schön. Umsonst, nicht halt? Dein Geld, hier hast es zurück. Und keine Sorge, wir sind da, bevor der Tanz losgeht. Danke. Das war eine schöne Sache, finde ich. Das hat mir echt Spaß gemacht. Okay, also Zeit wieder zurückzugehen. Neue Markierung, nur wie gerade Docks. Ja, hier war ich wohl noch nicht so oft. Wenn man hier dauernd sieht, warte mal. Müssen wir wieder rüber, oder? Dann ist es vielleicht besser, zu unserem Schiff zurückzukehren. Also, naja. Meinen zu unserem netten Boot. Auf den Fettarscher haben sie alle mal drauf gewettet. Die verkloppen sich wirklich gern fürs Leben, oder? So, hier. Anlegen und zurück rudern, quasi. Ja, wir schaffen's. Okay. Wir sind bald wieder komplett im Wasser. Come on. Du schaffst das Boot. Okay, warte. Ich glaube, hier muss ich ein bisschen Nachhilfe. Du bist doch im Wasser. Verdammt, können wir nicht von hier aus? Ich muss das Boot irgendwie wieder ins Wasser lassen. Das geht nicht. Komm, wir schaffen das. Wir drehen das jetzt einfach. Bis das ein bisschen mehr im Wasser ist. Nee, doch, doch. Aha. Wir haben es geschafft. Ja, wir haben... Wir haben das Boot wieder ins Wasser richtig bekommen. Weg von der Kuhle, die, naja, gestört hat. Also weg von dem Land, das unser Schiff aufgehalten hatte. Unser, naja, Boot. Okay. Jetzt ganz langsam. Damit wir anlegen können. Anlegen ist gar nicht so einfach. Ich glaube, das hier ist gut. Wir müssen nicht ins Wasser fliegen, ne? Perfekt. Huhu. Gut, wir hätten vielleicht ein bisschen näher rangehen können. Aber wir sind schon Meister auf dem, was wir tun. Ein guter Tag für Geschäfte. Ja, dann mach mit mir Geschäfte. Ah, dann nicht. Hey, können wir... Ich will doch einfach nur schneller sein. Ah, ich drücke mal die falsche Taste. Ups. So, jetzt haben wir es wieder. Jetzt können wir zurückgehen. Denn wir haben einen guten Job gemacht. Für umsonst haben wir die Leute angeworben, weil wir einfach der geilste Kämpfer aller Zeiten sind. Puh, und ich dachte, wir hätten das, wir würden das versauen. Wäre ja nicht das erste Mal. Boah, Novigrad hat schon viele Abenteuer vor uns, oder? Ich habe das Gefühl, wir sind schon seit Ewigkeiten hier. Ist wahrscheinlich auch so, dass wir hier ewig sind. Gut, Leute. Ich schau mal auf die Zeit. Ups, die ist schon vorbei. Das war's mit der heutigen Folge. Hier geht's doch sowieso noch nicht da rein. Ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen, wenn euch die Folge gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Däumchen da lässt. Gerne dürft ihr das Video teilen. Und bis zum nächsten Mal dann. Hoi. Tschüssi.